Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Rizzo, Rizzo How To. Ich erzähle euch mal eine kleine Geschichte zum Caesar Salad heute. Caesar Salad habe ich schon gekocht, habt ihr gesehen? Oder zubereitet. In dem Fall, kleine Geschichte, ist eine sättigende Vorspeise. Ich mag sie ganz gern, wenn ich mal in Hotels oder Restaurants unterwegs bin. Dann esse ich gern mal einen Caesar Salad, weil der verschiedene Interpretationen natürlich auch hat. Zur Geschichte, Caesar Salad hat nichts mit dem großen Imperator zu tun. 1924 gab es einen jungen Typen, Alex Gardini, der hatte einen Bruder und der hatte das Caesar Palace in Mexiko, in Tijuana, als Restaurant gehabt. Und die wollten wohl mal irgendwie eine Feier machen und der Alex, der hat in seinen Kühlschrank geschaut da. Und da gab es eben halt nur den Römersalat, da gab es nur Ei, da gab es nur Parmesan, Oliven, Zitronensaft, ein bisschen Pfeffer hat er noch gefunden und trockenes Brot. Und daraus hat er im Prinzip den Caesar Salad entwickelt. Ne? Und der kam wohl so gut an, dass sein Bruder ihn dann definitiv in sein Portfolio aufgenommen hat im Restaurant. Er hat ihm die Namensrechte überlassen und somit hieß es dann Caesar Salad läuft. Ne? Genau. Verschiedene Köche haben da noch ein bisschen dran rumgefeilt, da gab es noch ein bisschen Anchovis und Wustersoße halt in dem Dressing halt mit dazu und einer der geilsten Salate, die ich kenne. Also, ciao, euer Rizzo.